Naja, dann habe ich mich in diese Badewanne gelegt und habe mich eine Woche komplett entgiftet. Ach, perfekt. Ist alles raus. Man merkt dir das total an. So, ich bin hier reingekommen und du hast total so diese saubere, reine Ausstrahlung. Ja. Das ist super. Oder hast du das nicht auch gemacht? Nee, ich bin komplett durchgegiftet. Also ich habe mir wirklich alle Gifte gegeben, die ich finden konnte. Ah. Okay. Ja, dann. Herzlich willkommen zurück bei KID. KID. Larbo Pausli. Wir sind weiter im Giftsumpf und haben das große Problem des Giftes, ein altes Menschheitsproblem, das sich Tieren nicht stellt, die Gifte selber benutzen. Ja. Die sind ja immun gegen ihr eigenes Gift. Das ist die Scheiße, ja. Das ist das Ding. So, das ist wie Kleber, so Uhu. Der klebt alles nur nicht sich selbst. Ja, das ist echt komisch. Und wie Spinnen auch, ne? Das ist mir auch ein Rätsel. Du meinst, dass die nicht in ihrem eigenen Spinnennetz hängen bleiben? Das ist eigentlich unmöglich. Aber in anderen vielleicht? Oh, das muss peinlich sein, wenn du als Spinne in einem fremden Spinnennetz hängen bleibst. Das muss so ziemlich das Peinlichste sein, was dir passieren kann. So, wir sind gerade im Giftsumpf, haben 2 von 3 Fackeln entzündet, eine fehlt noch. Und Nils vermutet die Lösung hinter dieser Treppen. Es gibt ja nur 2 Lösungen. Entweder wir waren ja schon mal, oder es ist das Fehlende. Und dadurch, dass wir halt diesen... Oh, okay. Oh, hau ab. Oh, er ist wütend, weil du seine Freundin wahrscheinlich... Oh, noch einer. Warte, das ist der Tourist? Holla! Diesmal bin ich vorbereitet. Das stimmt leider sogar. Holla! Warum kann ich nicht rollen? Ich könnte nicht rollen. Keine Ausdauer mehr, ich weiß es nicht. 8000? Oh, Nils, ich bin zugegiftet. Du musst wirklich mit deinem reinen Körper, jetzt mit deinem wirklich so auf wie sagt man, Werkszustand zurückgesetzten Körper. Ja. Nochmal so komplett von vorne. Oh, wieder komplett, dass wir auch noch runter müssen. Die Frage ist, war das überhaupt richtig? Weil das kam mir schon mit dem Touristen sehr bekannt vor, oder meinst du? Ja, absolut. Aber jetzt musst du da hin, um 8000 Seelen zu retten. Ja. Weil die will ich nicht einfach so im Schmutz hängen lassen. Weil das waren auch gute Seelen. Teuer erkaufte. Schneckenbrut. Okay, Miste. Wo waren wir nochmal hingelaufen? Da, ne? Hast du schon mal Schnecken gegessen? Ja, ich hatte mal richtig Hunger und dann kroch da so eine Nacktschnecke über über den Weg. Und dann habe ich wirklich, weil die braucht ja verdammt lange. Ja. Yeah. Dann habe ich eine Stunde überlegt, während sie so da so, und sie wurde immer appetitlicher. Ja. Ich wurde immer hungriger und irgendwann habe ich sie mir so genommen und gegessen. Einfach so Wechselsnacken. So, das sind die Pralinen der Natur. Ja. In gewisser Weise. Sind es. Die Duplos, die längste Praline der Welt. So, dir ist natürlich völlig klar, dass ich... Ach Gott, jetzt wird wieder gecast. Jetzt wird wieder reingecast. Ach Gott, nee, das ist doch, dass dir das nicht unangenehm ist. Dass du dich nicht schämst, dass du dich nicht zu Hause nochmal unter die Dusche stellen musst und ich will den ganzen Käse, den ganzen Emmentaler von mir weg. Weißt du? Diesen ganzen Reibekäse. Guck mal, dann, du streichst dir durchs Haar und dann fällt noch überall die Parmesanflocken fallen noch raus. Ich habe mir meinen Frieden damit gemacht. Aber guck mal, wie groß der auch ist. Guck mal, wie groß der einfach ist. Tony. Tony groß. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, du musst den Godzilla nochmal. Oh, schöner Headshot. Kehlschuss. Der war richtig viel abgezogen. Noch ein Kehlschuss. Mir egal. Das betrifft mich doch gar nicht mehr. Aber schau, dass du dich mal heilst. Ich sag, das ist nur, weil die 8000 Seelen noch auf dem Spiel stehen. Völlig berechtigter Hinweis. Auch den willst du lähmen? Ja, klar. Ja, wozu gibst du denn diesen Pfeil und Bogen? Ja, aber der hat noch diesen Säurespratzer, ne? Den da, genau. Ja, aber der, wo man nicht weiß, wann der aufgelöst wird. Hau da ab. Schnauze voll. Ich finde das gerade total klasse. Ich finde, er schießt doch auch mit seinen komischen Totenköpfen und so. Ist das nicht auch cheesen? Guck mal, wie viele Pfeile er da schon in sich stecken hat. Ich fühle mich gerade nicht schlecht. Fühlst du dich schlecht für mich? Ich fühle mich schlecht, ja. Lebt noch, er lebt noch! 1 Million Pfeile stecken in ihm, dann guck dir das an. 1600 Seelen kriegst du für Ich fühle mich null schlecht. Null. Null fühle ich mich schlecht. Deswegen. So, gibt's hier noch irgendwas, was hier auf dem Weg zu den Seelen? Hier waren noch mehr von den Viechern, ist doch egal. Gehen wir da mal hoch jetzt, wa? Ich fühle mich null schlecht. Au.
Kann das sein, dass wir exakt an der Stelle sind, wo wir die Folge begonnen haben? Nur mit weniger Seelen. Aber die Seelen sind jetzt recht sicher, oder? Du wirst ja nicht von einem Touristen da... Naja, da ist ja noch ein zweiter von diesen Baummenschen, der... Ja, stimmt, der taucht schlagartig auf. Ja, schlagartig ist auch richtig. Au, au. Au. Jetzt muss ich hier etwas verweilen. Dass dieses Moos nicht verfügbarer ist, ne? Ja. Wir hatten einmal am Anfang drei Moos, die habe ich sinnlos rausgeballert und jetzt haben wir gar nichts mehr. Ohne Moos nichts. War ein kurzes Moos-Abenteuer. Ja. Tony Moos könnte man auch sagen. Guck mal, ich mache Fußballer-Gag, Nils. Ja, und das? Wortspiel und hat dir das Spaß gemacht? Der war doch perfekt für mich. Den hast du auch extra für mich, sei ehrlich. Dankeschön. Den hast du extra für mich. Habe ich extra für dich. Ich habe überlegt, was mag Nils für Fußball? Dann dachte ich mir, mache ich einen Fußballwitz. Oh, schade. Egal. Mir doch egal. Tourist, wo ist er? Ah nein, das ist erstmal der Riese. Hörst du ihn? Tourist. Hol dir die Seelen, hol dir erst die Seelen. Boah. Also, hast du mich gegrapscht? Er wollte mich grapschen, hast du es gesehen? Wie dramatisch er die Brust gerade noch so in die Direkt hat, ne? So sind Touristen, ne? man kennt das wirklich. Oh nein, der Bus kommt zu spät. Guck mal, da ist er. Guck mal, da ist er. Nein, und die schießt ihn jetzt nicht auch durch. Ich will nur mal gucken. Nils, wo geht das hin? Ich schieße ihn noch nicht. Ich will nur mal gucken, wie das. Der passt da nicht durch, Mensch, der Arme. Aber ich kann ihn komplett in den Kopf schießen dadurch. Guck mal, 90 Schaden. Und er ist aber mega dumm. Ins Auge. Guck mal, es ist ihm einfach völlig egal. Auf die Nase. Sagt er. Prächtiger Bulle gewesen. Aber genau so meinte ich das, ne? Du wirst dafür bestraft werden, Nils. Warum? Das war doch richtig gut. Wir dampfen schon wieder. Die Frage ist, ob... Dieses dritte Feuer ist immer noch scheint unerreichbar. Unauffindbar. Ey, das ist hier einfach nur so ein Durchgang. Hier waren wir doch schon. Ich bin unzufrieden. Hier waren wir schon. Glaube ich, zumindest. War denn hier, als wir seinerzeit hier waren, überhaupt irgendwo ein Feuer? Ich habe jetzt hier gar nicht mehr richtig geguckt, weil ich ja auf der Flucht war. Befand sich hier eine Feuerschale? Ja, hier. Da, die haben wir schon ausgedrückt. Das ist ja wirklich schade. 12.000 Seelen. Das sind fast zwei Level, nicht ganz. Okay, wir kamen letztes Mal auch über diesen Weg. Dieses Gift hat einfach null verschwindet. Obwohl wir Belastbarkeit geskillt haben. Ja, es ist einfach fürchterlich. Ich möchte den Skillpunkt zurück in Belastbarkeit. So, wo müssen wir jetzt lang? Lass uns mal jetzt dieses letzte Feuerchen hier finden. Das ist ja fürchterlich. Und diese ganzen Items machen mich wahnsinnig, dass wir die nicht einsammeln. Hier war doch, genau, da warst du gestorben mit den Kröten. Weißt du noch? Ja, war das hier? Ja, das war dann. Da bin ich nochmal zurück, hab da die Seelen geholt von den Kröten. Ja, ja, genau. Und dann sind wir hier lang und da kamen wir dann aber zu diesem Turm. Ist das denn der Turm schon, der da in der Ferne hinter dem... Ja, ich glaube so, weiß ich nicht, aber... Und da ist auch irgendwas. Deswegen ist die Frage. Ja, das sind ja noch Items, oder? Wenn du da mal hingehst, da waren wir zumindest noch nicht, oder? Hier? Ja, da oben. Ja, mal so nach hinten rechts oder so. Ich weiß nicht, ob wir da raufkommen von der Seite aus. Weil da ist ja schon mal eine Insel, da kannst du ja schon mal hin. Gut. Oh Gott, ey, nee. Oh, da ist wieder so ein End. Oh nein, ich erinnere mich. Oh, da ist noch viel mehr, wo der herkommt. Ja. Ja, die Flugfrösche. Oh nein. Erstmal, hast du das gerade gesehen? Wie kackdreist? Ja. Ja. Das war Legolas-Style, oder? Ja, das war super. Naja, ich weiß aber nicht, da kommen wir, müssen ja von da oben kommen. Kommen wir da rauf? Und den. Da bin ich mir nicht zu schade. Ich sag's dir, wie es ist. Oh, der war voll ins Auge, Mensch. Oh, der strafed. Und underground.
Ey, wie der Original da wirklich, der steckt der perfekt da drin. Jetzt komm schon, Mann. Ja, der versucht halt nur mit seinem Gift zu arbeiten. Ja, kann man ihm auch nicht übel nehmen, ne? Das ist halt seine Primärwaffe. Aber das Gift verflucht dich jetzt. Oder ist das jetzt gerade Fluch? Was wir gerade Fluch, haben? Ja, das ist Fluch. Also der hat einen Giftbeutel und da ist Fluch drin, oder was? Der ist wie so ein ja, whatever. Erhöht vorübergehend sämtliche Resistenzen. Und was ist das? Auch nicht schlecht. Kann man sich... Vorübergehend. Kann man sich merken. Kann man sich mal merken. Für alle Fälle. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Das, oh Gott, ey, wie viele gibt's denn? Nein, das bleibt da, bitte. Ich habe jetzt kein Interesse an dir. Es geht nicht um dich. Sondern es geht jetzt einmal nicht um dich. Ja. Aber diese Steine sind nervig. Da weiß man immer nicht, kann man da hoch oder nicht. Ja. Aber da hinten ist da auch nochmal Land, oder? Da hinten ist nochmal Land, ja. Ja, oder auch rechts von dir ist auch direkt Land. Oh nein, hast du die Frösche gesehen? Mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Oh, oh, oh. Eieiei, ey. Okay. Ah! Das ist eine richtige Höhle. Oh, sehr gut. Was sehr, sehr gut. Was leuchtet da? Ist das nochmal so ein kleiner Freund? Oder ist das... Ja, kann sein. Aber ist das schon die Flamme? Ich werde mal da hineinlunsen. Das. Ja, das könnte so eine Kristallkröte sein. Jetzt bräuchte man halt einen Wasserpfeil, ne? Ein schönes Feuer zu löschen. Ich werde sie nicht reinschießen. Ich laufe da jetzt einfach mal rein. Das sieht ja überhaupt nicht affig aus, ne? Ah, das ist nicht die Flamme. Das ist einfach ein Item. Eine goldene Schriftrolle. Okay. Ja, der bin ich jetzt aber doch interessiert. Was kann das sein? Beziehungsweise hier, ne? Goldene Schriftrolle. Welche Kategorie hat die denn da? Zauber aus oder Chile lernen. Ganz aus. Wir lernen neuen Zauber? Ganz aus Chile. Eine goldene Schriftrolle mit Aufzeichnungen zu den umfassenden Forschungen der Xanthos-Gelehrten. Gibt sie einem Zauberer, um die Künste von Ula Chile zu erlernen. Ja, wir sind ja leider kein Zauberer. Aber haben wir nicht Zauberer in unserer Base? Weiß ich nicht genau. Aber dafür braucht man halt die nötigen Eigenschaften. So. Ah. Naja. Da sieht man leider keine Hinweise, ob das eine böse, aber warte mal, ich zeig dir mal was ich jetzt mal mache. Okay. Oh, ein Gewand. Aber mehr ist hier nicht drin. Naja, also für so ein, wenn man Zauberer spielt, ist das wahrscheinlich eine sehr ergiebige Höhle. Ja, auf jeden Fall. Schönes weißes Gewand und neuer Zauber. Und neuer Zauber, aber jetzt ich... Aber du wolltest ja keinen Zauberer spielen, du wolltest ja unbedingt einen Dieb spielen. Ja. Oh, hier. Oh. Lauf, roll, meine ich. Okay, sehr gut. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht drauf. Das heißt, wir kommen irgendwie von der anderen Seite, geht's, guck mal, da ist, kann man auch noch irgendwie hier hin.
Na gut, dann schauen wir mal weiter. Da ist doch dieser Turm mit den Schnecken. Nee, das ist nicht der Turm mit den Schnecken. Das heißt, wir müssen mal... Sollen wir mal hier an der Wand lang? Was meinst du? Was ist da? Auch noch eine Wand. Ja, irgendwas wird da drin schon sein, oder? Aber vielleicht, wahrscheinlich ist da auch nur wieder Wall und keine... Ja, die sind wahrscheinlich nicht direkt an der Mauer, ne? Da ist auch noch ein End, ne? Wo ist er? Direkt, der Stock, seinen Stock kannst du sehen, da hinten. Da hinten, ja, okay. Zu dem, pass auf, dann laufen wir mal hier durch. Geronimo's Cadillac. Ah, da ist der Turm. Ja, ja. Da ist der Turm. Mit den Schnecken. Schneckenturm. Da ist das Dings, genau. Und hier irgendwo kam halt auch der End und hat mich richtig geärgert. Ich spare mir jetzt den Endgegner-Gag nochmal, ne? Was ist denn hier? Ja, das war, ich glaube, der zweite Feuerturm, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hast du recht. Ah, Bonfire! Oh, das ist ja das Schönste, was hier passiert ist. Wir können ja eigentlich hier rasten, oder? Oh, ist krass. Ich dachte, da waren wir irgendwo. Wir haben 13.000. Also, wenn ich die jetzt noch mache, dann können wir einmal nach Hause die Seelen holen. Okay. Alles klar. Wir sind zu dritt. Ich war's nicht. Guck mal, jetzt guckt er. Hä? Ich könnte schwören, mir hat jemand... Alter, zum Glück bin ich da nicht reingerannt. Alter. Hast du das gesehen? Was ist das jetzt wieder? Ist es Fluch oder Gift? Oder noch jetzt mal Pollen? Irgendwas lila, ligeriges. Guck mal, jetzt steppt er da zur Seite. Denkt, ich sehe ihn nicht. Hallo, der ist doch durch ihn durch. Hast du diesen präzisen... Das war nur Kopfschmuck. Das war mitten ins Herz. Guck mal, wie er zur Seite straft. Der hat durch die Beine nicht. Und. Okay, sehr gut. Komm jetzt, bevor ich jetzt die noch mache, ich fahre nach Hause und mach zwei Seelen, okay? Zwei. Gut. Updates. Oh, schön Doppelbelastbarkeit. Und ich glaube, dass. Was ist das? Ruinen der Fest? Diese Zauberrolle? Du meinst, damit kann man wirklich nur für sich selber einen Zauber lernen? Oder? Da steht, gib sie einem Zauberer. Ach so, um sie zu erlernen. Das klang jetzt für mich nicht so. Was dachte ich? Aber wir haben ja eigentlich auch keinen Zauberer hier, ne? Oder meinst du, wir haben einen Zauberer hier? Eine Sache, die ich. Na, da kriegen wir doch zwei hin. Okay, also. Ich würde noch mal einmal... Stärke 14 brauchte man für den Schild, aber das ist natürlich ein großer Schritt. Also Geschicklichkeit wäre ganz gut, weil dann können wir mal ein bisschen mehr Schaden machen. Und dann haben wir die vielleicht mal mit einem Streich weg und nicht nur mit zwei. Ich sag eigentlich Geschicklichkeit, die anderen darfst du aussuchen. Ja, bringt Stärke was? Naja, das... Aber wenn wir jetzt nie Stärke skillen, können wir die ganzen coolen Sachen nicht tragen, die wir dann vielleicht später mal kriegen. Wir können auch gerne einen auf Stärke machen. Das ist halt. Ich meine, du hast es ja im Grunde auch schon verstanden. Es gibt diese zwei Dinger. Mach mal einen auf Stärke. Hör, der erhöht dir auch den Schaden. Ja. Okay. Zack. Farewell, und dann. Warte mal. Wie war denn das noch? Es gibt. Wir haben noch sowas. Warte mal. Was hier? Ah, how may I be? Schattenasche da. Ashen one, what woeful umbral ash is this? Die haben wir nämlich irgendwo gefunden. Dust, stuff of a fool. Where didst thou happen upon the stuff? Tell. Sagen wir ihr ruhig, wa? Ja. Wir sind kein Lügner. Yes, Labo Paulsi, kein Lügner. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ja,
Ich würde sagen. Ja. Okay. Wollen wir vielleicht von der Restkohle noch ein paar Pfeile kaufen oder. Hat die noch irgendwas anderes? Brandbomben? Hier hat ihr auch so einen Schlüssel zum. Ah, genau. 20.000 Mark. Hier ist nämlich so ein Turm oder was. Da können wir auch nochmal den kaufen. Federpfeil, Holzpfeil. Federpfeile machen mehr Schaden. Aber das ist ja lächerlich. Nur die machen 10 mehr Schaden und kosten. Kosten 20 mal so viel. Das ist ja lächerlich. Das ist für so ganz Reiche. Ich wollte. Aber kann man auch nur einen Bogenschützen spielen? Wahrscheinlich eher schlecht, oder? Ja, das. Ich glaube, der. Nee, das macht keinen Sinn, glaube ich. Aber da fehlt mir jetzt auch ein bisschen die Erfahrung. Aber der skaliert ja mit. Hier, ach, guck mal, da ist der nämlich. Siehst du den Kleini da? Mhm. Guck mal hier. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. Hat der keine Beine oder kniet er? Was meinst du? Ich glaube, der kniet. Dann müssen doch da die Füße da unten sein. Set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Oh, der kann einem echt fast. Wandlungsofen hergeben. Klar, natürlich geben wir den Wandlungsofen her. Wie like it is, a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Methinks. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and transposing a twisted soul. Its true power transfer. Thy purpose is to seek lords and slay them. Ja, das machen wir. Ich glaube, wir haben aber noch keine Twisted Soul, oder? Doch, das ist ein Boss. Seele eines verirrten Dämons? Ach ja, das kann sein. Speit Felsbrocken aus dem Mund. Das ist, ah, okay, siehst du, das ist quasi ein Zauber für Pyromanten, den wir von dem Typen haben, den du platt gemacht hast. Ah. Regeneriert TP mit Folgeangriffen. Hohepriesters linkes Auge. Okay, das heißt. Ah ja, guck mal. Seele eines verirrten Dämons. Und das ist Seele von Wort vom Nordwindtal. Okay, hier gibt's noch Waffen. Seele des fluchverderbten Großholz. Hüllenschlechter Großschwert. Skaliert mit beidem. Stärke und Dingsbums. Okay, warte. Hier so Großaxt, Worts Großhammer. Das ist alles Stärke. Astors Speer. Seele des fluchverderbten Großholz. Kostet noch 1000 Mark, aber könnten wir uns theoretisch auch holen. Das ist eine Speerwaffe, skaliert auch auf Geschicklichkeit, aber ist halt ganz andere. Also, das ist halt ein Speer, ne? Naja, so, ne? Dämonenfaust. Und es ist so. Also, hier oben siehst du, ne? Von wem der ist, ne? Ja. So, und das, ich glaube, du kannst pro. Also, du kannst immer zwischen zwei Gegenständen wählen. Jetzt zum Beispiel dieser Ring. Der eigentlich ganz gut klingt, regeneriert Trefferpunkte mit Folgeangriffen. Gerade wenn man ein schnelles Schwert hat, wo du viele Angriffe machst, kann ich mir vorstellen. Also dann heilen wir uns ein bisschen. Spekuliere ich, ja. Das, ja, ist doch super. Das klingt erstmal geil. Und ihr könnt ja mal gucken, was der andere vom. Da, das ist das zweite, Forts Großhammer. Und den können wir ja gar nicht nutzen, weil der 30 Stärke braucht. Den werden wir eh nicht nutzen können, weil wir Geschicklichkeit gehen. Das heißt, es macht schon wahrscheinlich Sinn, von der Seele eh den zu kaufen. Oder? Machen wir, ne? Ich finde es super. Ich weiß nicht genau, was ein Folgeangriff ist, aber das wird wahrscheinlich irgendwie in der Combo dann einer der weiteren sein. Ja, dieser Speer wäre vielleicht interessant, aber da haben wir jetzt. Als komplett neue Waffe, meinst du? Ja, ich meine, wir haben jetzt eine ganz gute Waffe, aber das ist ja bei Souls kann man ja auch mal verschiedene ausprobieren. Wir gucken uns mal den Ring an. Können wir die upgraden eigentlich, unsere eigene Waffe? Ja, das ist eine gute Idee. Das gucken wir gleich mal.
Gehen wir mal auf den. Ein verzauberter Ring, der den Hohepriester Sullivan seinen Rittern verleiht, regeneriert TP bei aufeinanderfolgenden Angriffen. Ja. Also, für mich ist ein Folgeangriff. Ich finde, so eine Form von Lifesteal oder sowas, bin ich immer dabei, sofort dabei. Die Frage Selbstheilung ist immer super. Was ist ein Folgeangriff? Ist das entweder, wenn man erst blockt, sozusagen? Oh, das kann auch sein. Ne, dass es nach einem Parry ist oder so, dass es nur dann ein Folgeangriff ist. Also auf seinen Angriff folgt unser Angriff. Oder ist es ein Angriff, der auf den ersten, dass man quasi ab dem zweiten Schlag, wenn man irgendwie, das ist halt das Ding. Vielleicht ist es auch nur für Parry, ich weiß nicht. Wenn wir mal anlegen und darauf achten? Ja, müssen wir mal darauf achten, auf jeden Fall. Okay, aber jetzt haben wir das schon mal. Und dann können wir jetzt eigentlich zurück. Wir müssen halt dieses dritte Ding da noch suchen. Nee, warte mal. Upgraden wollten wir noch gucken. Waffe genau. Upgraden, ja. Ob wir genug haben. Wir haben ein paar Sachen eingesammelt. Aber ich bin guter Dinge für das dritte Feuer, wenn wir jetzt noch ein neues Bonfire haben. Ja. Das ist super. Ah, good, it's to be smitten. So, was sind wir denn? Da. Aber was brauchen wir? Noch eine kleine Titanitscherbe, ne? Ach, wir brauchen drei und haben zwei. So. Oder haben wir drei und brauchen zwei? Das weiß ich nicht. Warte mal. Das kann man noch. Gibt's denn nicht irgendeine Waffe, die. Ach, guck mal, die haben alle original den gleichen Kurs. Das ist ja echt lächerlich. Ich weiß es gerade auch nicht. Weil wir haben halt, das kann halt auch am Geld liegen, weißt du? Wir haben halt, wir so. Brauchen halt 160. Nee, warte, was. Ich glaube, wir haben zwei, weil da brauchst du zwei, glaube ich, oder? Da ist in Klammern steht zwei. Aber warte mal. Ich bin in der Zeile verrutscht gerade. Zwei von zwei. Wir brauchen einfach 496 Mark. Dann können wir das machen. Perfekt. Wir haben noch einen Check. Und 500-Euro-Check. Und dann können wir es machen. Super. Ich war in der Zeile verrutscht. Okay, nee. Da. Was haben wir denn noch? Am besten mal so einen kleinen erstmal. Wenn der kleine. Oh, das ist okay, das ist sicherlich wenig. Schwindende. Man will ja nichts verschwenden, ne? 200. Dann nehmen wir noch einen ganz kleinen und einen von denen, dann haben wir's. Den noch. Und den. Und dann haben wir's. Sehr gut. Bam. Plus 4. Geil. Pretty, be careful. Machen wir ja. Ja. So, okay, jetzt das dritte Feuer. Das finden wir jetzt hoffentlich. Frische, neue Kraft. Schwert auch abgegradet. Das war Feral. Nee, warte mal. Nee. Huin? Das war das, oder? Huin der Feste. Wir haben einen Geschicklichkeit plus Waffe abgegradet. Das heißt, dass man jetzt wahrscheinlich zumindest die Schnecken und so mit einem Schlag kriegt. Das ist schon mal gut. Von da kamen wir und, ja. Wir müssen da, wo die Typen sind. Nee, von hier kam er. Da, genau. Ja, der ist direkt runtergefallen. Das ist natürlich sehr gut. Ah, die vielen Gegner. Ich sehe leider nicht genau, was passiert. Tipptapp. Und das ist jetzt wieder Gift. Mhm. Der kam von da hinten wahrscheinlich gleich, ne? Oder wo läuft der wieder rauf? Ja, ah, da ist er. Mich zu umgehen. Denk dran, dass du in so einer Situation auch ein Schild hast, was du einfach hochnehmen kannst. Ah, ich bin jetzt sehr auf diese Rolltaktik immer eingepolt. Ein Parry müsste man eigentlich auch mal sich aneignen, ne? Ja, auf jeden Fall. Einer ist hinter dir noch vielleicht. Ich glaube, das ist der runtergestürzt. Ach, ja, okay. Aber den. Der jetzt ist ja sehr, sehr bei dem Sumpf. Gnädig. Oh, komm, hier müsste doch das dritte Ding jetzt sein, oder? Ich hoffe es sehr. Ich habe mal versucht, einen Parry zu aktivieren, aber. Das war die Ausdauer.
Da ist es. Oh, da ist es! Ah, oh, sehr gut. Boah, ich dachte, wir kommen nie aus diesem Sumpf raus. Nee, jetzt haben wir es endlich. Elish. Gut. Die Tür auf. Weil irgendwer hat doch mal versucht, da durchzubrechen. Oder warum hat die so Schaden genommen? Ja, kann schon sein. Melon. Du hast manchmal so Herr der Ringe Zuckungen, ne? Ja, absolut. Ja, es ist Weihnachtszeit. Weihnachtszeit ist für mich immer Herr der Ringe Zeit. Ja. Schaue ich die ganze Trilogie an und auch das ganze Bonusmaterial. Extended auch, also die Filme Extended. Ja, Extended, ne? Und das Bonusmaterial, das ist ja immer nochmal 20 Stunden pro Film oder so nochmal zusätzlich. So wie die alle die Kostüme Item. Schneidern und so. Du musst deinen Itemblick ein bisschen schärfen. Ich bin aber nicht so materialistisch eingestellt, glaube ich, wie du. Ja, aber... Also ich versuche das Ganze eher als Abenteuer. Das ist auch gut, aber Abenteuer... Stell dir mal vor, jetzt bei Herr der Ringe würden die jetzt hätten mega Hunger und da wäre eine Schale Elbenbrot und die würden da dran vorbeilaufen. Was würdest du denn sagen? Was würdest du zu Bilbo sagen? Ja, das wäre natürlich Quatsch. Ja, würdest du auch sagen, ey, doof, da liegt doch Elbenbrot. Würdest du dem noch sagen? Was schlurft hier doch? Gerade völlig desorientiert. Hier muss... Oh, nee. Da war die Schale. Und von hier bin ich gekommen? Nee, wir sind von... Nee, von da bin ich. Von da sind wir... Aber jetzt kann ich auch mich wärmen, ne? Weil ja. Ob die respawnen oder nicht, ist mir egal. Und ich würde sagen... Die respawnen hinter dir. Die Frage ist, wo ist der kürzeste Weg jetzt zum... wo ist der kürzeste Weg zu diesem Turm? Ja, den finden wir jetzt aber. Um uns ein bisschen Zeit zu geben und zu orientieren, damit es weniger unangenehm für uns ist, wird es für euch jetzt angenehm mit einem einzigen Spot. Dann sind wir gleich wieder da. Und dann finden wir den Turm. Hast du eigentlich Bock auf einen Kaffee? Ja, lass Küche gehen. Let's go! Jetzt guckst du schon wieder so traurig. Oh, das ist nur, ich hab meinen LG OLED C1 jetzt schon minutenlang nicht gesehen, ne? Und überall werde ich an ihn erinnert. Boah, nun heul nicht wieder rum, ey! Ja, perfektes Beispiel, ne? Du bist viel lahmer als der C1, weil du keinen AI-gestützten Bildprozessor hast, sondern nur so ein dummes Konsolenspielergehirn. Also dein PC Master Race Geheule erinnert mich auch an meinen C1. Der hat nämlich kein Tearing. Dank VAA, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync. Mhm. Spitzenwitz, ne? Aber es heißt Tearing, nicht Tearing. Weißt du, was mich gar nicht an meinen C1 erinnert? Nee. Der Kaffee. Der ist nämlich grau, nicht schwarz. Hat eine miese Plörre. Ich will richtig schwarzen Kaffee, Junge. Meinst du etwa wegen des OLED-Displays vom C1? Das ein mega schwarzes Schwarz ermöglicht? Korrekt, super Hirn. Hast recht. Der Kaffee ist genauso grau wie der Alltag mit dir. Aber weißt du, wenn uns nie enttäuscht? Ne? LG OLED C1 Serie. Für ein richtig schwarzes Schwarz, Junge. Ja, und dann musst du rechts, glaube ich, und dann links und dann bist du da beim Turm. Okay, danke, gut. Ja? Nils hat mir nochmal komplett den ganzen Weg erklärt. Ach, jetzt sind die wieder da. Da gehst du ja wieder zum Dingsbums. Die Frage ist... Ah, da ist sie ja! Ja! Die ist direkt da! Ja, das ist ja fantastisch. Dann können wir da einfach durchgehen. Tschüss, Sumpf! Dummer Sumpf. Tschüss, Sumpf. Mach's gut. Sumpf ist Trumpf. Jetzt vermisse ich ihn doch ein bisschen. Doch, jetzt ein bisschen Abschiedsschmerz. Ah, kein Sumpf. Oh, da sitzt einer. Guck mal, der ist ganz traurig. Ach nein. Was hat er denn für Wein? Wein doch nicht.
Da hast du ein Item, an dem du vorbeigelaufen bist. Was? Gargoyles? Gargoyles. Ah, nee. Oh, aber der auch, okay. Oh ja, eben noch einen auf mitleidig getan. Jetzt sind wir wütend. Die sind so richtig wütend einfach nur. Also komplett jegliche... Das ist wirklich so ein Tag im Kundensupport. Ja. Wie sauer die sind. Jesus Christ. Die müssen einfach... Und ich dreh rein. Leute. Chillt mal bitte. Ganz kurze Sekunde. Gebt mir eine Sekunde. Unglaublich. Wie kann man so schnell auf 180 sein? Jetzt drehen sie uns zurück in den Sumpf. Wir dachten, wir müssen da nicht mehr hin. Kriegen wir noch Giftschaden. Ich sehe da nahezu nichts gerade. Ich weiß leider nicht, wo ich bin. Oder? Frage ist doch, warum die Gargoyles keinen Giftschaden kriegen. Ich finde es nur fair, wenn die auch Giftschaden kriegen. Meine Güte, sind die sauer. Noch einer. Das wäre mal eine gute Szene für so eine Snickers-Werbung, oder? So für Gamer. Auf Gamer spezialisierte Snickers-Werbung. Die sind zu schnell und die haben zu viele Gliedmaßen. Ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Ah, das hat jetzt wieder drei Fläschchen gekostet. Das ist auch Quatsch. Du hast einen Zauber, Dödelmann. Klassischer Lilomant. Er kann alle Zauber, die Lieder sind. Gibt's bestimmt irgendein Fantasy-Universum. Irgendwo in irgendeinem Buchladen liegen Bücher zu einem Fantasy-Universum rum, wo sich Zauberer nach Farbe spezialisieren müssen. Wo sie dann nur diese Farbe zaubern dürfen. Ja. Das finde ich auch nur fair. Dieser Parry ist ja furchtbar. Boah, die hauen auch richtig zu. Ah, die kämpfen miteinander. Du läufst einfach so knallt am Item vorbei, das macht mich völlig wahnsinnig. Gebossener Augapfel. Oh, Schild aus Liebe. Geborsten. Erbarst, was ist die Vergangenheitsform? Von bersten? Ja, der Schild. Er zerbarst. Zerbarst. Oh, und durch die Blätter. Oh, der gibt einem auch noch direkt einen, der Schamane. Och Leute, wie viele gibt's denn noch hier? Gibt's eine Chance, dass ich dich dazu kriege, dass du im Vorbeilaufen einfach A drückst und die Items aufnimmst? Das triggert mein Rollenspiel-OCD. ODC-OCD heißt das, ne? Die sind ja perfekt synchron. Der perfekte Schild, weil das ist eine Einheit. Au. Aber hast du gerade gesehen? Ja. Wir haben uns geheilt, glaube ich. Achso, das habe ich nicht gesehen. Echt? Hast du dich... Warte, ich achte auf den Balken. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Nee, lass uns Tetris spielen oder so. Das ist echt nicht meins. Ja, okay. Diese zwei rumfuchtelnden Gesellen hier, das ist echt nicht meine Welt. Die auch fünfmal hintereinander einfach keulen darf. Die haben überhaupt gar kein Ausdauermanagement. Die können einfach unendlich hauen. Oh Mann, ey. Der ist einfach wild haut er drauf los. Und wir müssen einfach jeden Schlag dosieren. Das finde ich nicht in Ordnung von dem Spiel. Ja, die sind echt blöd. Die sind richtig blöd. Die fand ich die schwersten Gegner, die wir bis jetzt hatten. Weil die so wild waren. Aber ich glaube, da war gerade so eine blaue Animation irgendwie sowas, dass ich mich kurz geheilt habe. Also irgendwie, vielleicht lag es auch am Gift. Warte mal, Folgeangriff. Ja, man kann sich bestimmt nicht ohne Gegner heilen. Das wäre. Nee, du musst schon jemanden treffen. Also das ist klar. Die Frage ist, ob man da vorher irgendwie geparried haben muss oder so ein Scheiß. Oh, Endboss! Sieht auf jeden Fall so aus. Tor ist groß genug für einen Endboss. Oh ja, das sieht aus wie ein Endboss. Okay. Riesenschneck. Das wäre geil. Eine 20 Meter große Schnecke einfach nur.
Guck mal, der hat so einen kleinen Eispickel und der andere hat ein Riesenschwert. Das ist total unfair. Ja. Ja, auch ein Eispickel. Pariert euch. Okay. Wächter des Abgrunds. Okay, drei Hiebe. Okay, Stürmangriff. Eigentlich wollte ich mich heilen. Ach, ich habe gar keine Heilung mehr. Okay. Kann ich noch mal einen frischen Versuch, ja, einfach nur, um dir mal zu sehen? Auf jeden Fall. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du das nächste Mal die Items aufsammelst, wenn ich so vorbeiläufst. Ach, muss ich jetzt die ganzen Gargoletten noch mal machen? Ach so, also vielleicht kannst du an denen vorbeilaufen. Falsche Richtung, ne? Nee, richtige Richtung. Entschuldigung. Mein Fehler, Entschuldigung. Du warst richtig. Aber ist da nicht noch irgendwo ein Feuer vor dem Boss? Na, das ist eine gute Frage. Da sind die Gargolskis. Noch und dann. Oh, stimmt, ey, da kommen erst noch die Gargoyles und dann kommen noch diese Rittersleute. Aber die transformieren sich ja erst, ne? Wenn wir während da kannst du bestimmt vorbeirennen. Ja, probier mal. Ich meine, die sind natürlich sehr wild und so. Aber warte mal, hier ist der Trauermeister. Ja. Ja, das hat doch funktioniert. Da brauchst du genug Ausdauer auf jeden Fall. Halt! Bleib stehen! Oh, jetzt kommen sie. Au. Au, und eben. Ja, aber das. Oh, ja. Aber das klappt doch. Oh nein, noch zwei! Ja, aber das klappt doch. Aber da kriege ich immer so richtig Zuckung, wenn man weiß, die sind hinter einem und dann tritt er durch den Nebel ganz langsam. Kann ich ganz kurz meine Seelen aufheben? Oh, so, lass mich dich bitte erstmal anvisieren. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Ah, okay. Ruhig. Gib mir eine Sekunde, halt, bitte. Gib mir eine ganz kurze Sekunde. Alter Schwede! Zwei, oh nein, nicht Doppelboss. Aber das ist ja grauenvoll. Der Doppelboss. Oh, das ist echt hart. Oh nee, das ist ja wirklich furchtbar. Noch einer! Der bin ich ja jetzt schon demotiviert. Die hauen sich gegenseitig um! Das ist ja der Oberhammer, guck mal! Heil dich doch gerne ruhig nochmal. Das ist ja fantastisch, wir müssen ja nichts machen. Die hauen sich gegenseitig um. Aber Mist, der eine hat gewonnen und will jetzt wieder mit eingreifen. Aber die hauen sich auch gegenseitig ein über die Rübe. Das ist ja das Allergeilste, was ich hier gesehen habe. Guck mal, der eine hat rote leuchtende Augen. Siehst du das? Der ist der Hauptboss, der rot leuchtend Augenmann. Das ist ja der absolute Oberhammer, wie die sich gegenseitig. Ja, viel Spaß miteinander. Wie kriege ich die jetzt dazu, dass die gegeneinander kämpfen? Ich einfach erzähl denen, was der andere gesagt hat. Dass sie sauer aufeinander werden. Da ist wieder ein Dritter. Jetzt haben wir. Guck mal, die können jetzt miteinander und jetzt bleibt dir einer. Okay, es macht voll Sinn zu warten, bis der Dritte kommt. Damit die nun miteinander sich prügeln. Die machen die ganze Arbeit. Ich kann ja eigentlich nie angreifen, weil ständig Angriffe kommen von allen Seiten. Aber du machst das mega gut. Du hast ja gleich. Aber ich kann nichts machen. Ich muss ja immer rollen. Was für übertriebene Angriffe, ey. Oh, Gott. Oh nein. Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jemals was machen kann, weil da immer... Ja, Zuschauer, verdammt, das ist halt echt hart. Wie viele Leichen da rumliegen, wie oft die sich schon gegenseitig abgeschlachtet haben. Die sind dazu verflucht, mit sich selbst zu kämpfen. Vielleicht ist das so eine Art Narzissmus-Kritik. Aber hast es gleich. Nein! Also ich sehe da überhaupt keinen. Boah, wie knapp das aber war. Guck dir das mal an. Ja, keine Chance, aber guck mal. Du hast ihn ja fast gehabt. Aber das, diese, wenn ich ja einmal einen isoliere, dann kommt. Vielleicht muss man den wirklich warten, bis alle drei da sind. Dann kämpfen zwei und man greift einen, wie du gesagt hast. Okay, aber das ist echt hart. Ich achte jetzt mal auf diesen Ringeffekt. Manchmal habe ich schon das Gefühl, das ist so ein, aber es ist nur so ein vages Gefühl im Hinterkopf. Dass du so ein, dass, so, der dass Ring da was bringt, manchmal was ja. passiert. Das kann natürlich auch, da gibt es wahrscheinlich auch einen Effekt für, der nach eben irgendwem benannt ist. Placebo. Vielleicht ist es einfach ein Placebo-Effekt. Okay, und jetzt Gummine. Oh Scheiße, laufe ich richtig? Ja, ne? Ja. Nee, ja doch, doch richtig. Sind aber auch scheiße. Alter, haben sie mir noch einen gegeben? Warte ich, bis der dritte kommt. Oder ich gebe dir noch einen vorher, weil du mich nervst. Aber es ist schon scheißegal, auf wen man draufhaut, oder? Ich glaube schon, ja. Jetzt habe ich nur einen geplättet. Ah, jetzt. Ah, ja, okay. Macht euch gegenseitig platt. Ich guck zu. Gerade hier. Komm mit mir. Alter, der nimmt auch Schaden, wenn die untereinander ja. kämpfen. Ja, das ist doch voll geil. Nein, das war dumm. Nein, dumm. So, warte mal. Ei, 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 Alter. Okay. Okay. Ah. Okay. Stark. Sehr gut. Nice, Nils. Keine Chance. Ey, wie viele da rumliegen? Das ist ein. Was für ein Fluch das sein. Das geht schon seit Jahrtausenden so. Der ganze. Guck mal, jetzt fließt. Jetzt kommt eigentlich der echte Boss. Jetzt kommt ein Boss. Jetzt tankt er das Blut aller. Ja, ich befürchte, da ist was dran. Ich befürchte, wir haben uns zu früh gefreut. Ja, okay, alles klar. Flammenschwert. Okay. Gut. Alright. Ist er jetzt wenigstens alleine, oder? Er ist zum Glück alleine, glaube ich. Mhm, ist klar.
Okay. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ah, das war dumm. Falsch. Ah! Lebe. Tot. Hey. Okay, das war der Fehler. Okay, das war doch ein Phasen. Da haben wir uns gefreut. Der Heilfehler. Man darf sich niemals freuen. Nein. Freuen ist nicht gut. Freude führt immer zu Enttäuschung, früher oder später. Ich glaube, ich werde mehr Probleme mit der ersten Phase haben. Weil es liegt mir gar nicht, dieses gleichzeitig gegen mehrere kämpfen. Ja, aber wenn du smart bist, das ist wie früher auf dem Schulhof. Solange wie es geht, raushalten. Und erst, wenn's und erst am Ende, wenn die am Boden sind, dann einsteigen. Ja. Aber das ging ja wirklich ganz gut, weil wenn du es irgendwie schaffst, und die sind auch nicht besonders stark, hast du ja gesehen. Die sind wild da so, aber die fressen ja richtig Schaden. Ich glaube, du solltest nicht zu viel Respekt vor denen haben. Wenn die zu dritt sind, kannst du immer einen dir rauspicken. Aber das ist doch echt blöd. Gibt's nicht hier ein Feuer oder irgendwie sowas? Dass man da immer durchdackeln muss? Das ist echt nervig, ja. Man haut doch ab, Mensch, niemand interessiert sich. Aber der Weg ist so oder so vielleicht sogar besser, den du gerade läufst. Da kommt man an den anderen vorbei. Ja, jetzt hat wieder zwei Flaschen für nix. Eine zumindest, ja. Er kann gar nicht so viel ab. Der ist gar nicht so stark. Ja, nee, ich mag das gar nicht. Das fühlt sich so schlecht an, gegen so viele zu kämpfen. Das ist nicht meine Welt. Ah, nice! Aber ich kassiere trotzdem, weil da noch drei andere sind. Nee, aber nicht in der Animation. Ja. Aber da musste ich jetzt wirklich dann raushalten, bis der dritte kommt. Der spawnt ja gleich. Da ist er. Jetzt da. Siehst du, jetzt machen die und jetzt kannst du den platt machen. Ach komm, das ist. Den schaffst du. Der ist nicht so gut. So gut. Nee, das mag ich gar nicht. Aber ich habe zumindest versucht, möglichst nah an der Tür zu sterben, damit du schnell die Seelen holen kannst. Ey, aber du, ich fühle dich, ich weiß, was du meinst. Aber das ist, glaube ich, einfach der Trick. Einfach wirklich warten, bis der dritte kommt und dann machst du den einzelnen platt. Ja. Da muss man ein bisschen geduldig sein. Aber da rechts gab es nirgendwo ein Feuer. Du hattest da ein Auge drauf, ne? Du hast die schärferen Augen, glaube ich. Ich habe keins gesehen. Ich befürchte, man muss diesen Weg immer gehen, was mega nervig ist. Kann ich auch da oben lang? Vielleicht habe ich ein besseres Gehör als du, aber ich glaube, was die Augen angeht, bist du stärker. Ich habe tragende Brille, ne? Also, weiß nicht. Ja, aber das hilft dir ja auch so. Vielleicht bräuchte ich auch eine Brille. Ehrlich gesagt halte ich das für recht wahrscheinlich, dass du auch entkommst. Warte mal, wie laufe ich denn? Achso. Soll ich so jetzt zum Optiker gehen? Soll ich sagen, naja, also nach der Einschätzung von Nils Bohmhoff. Wieso? Ey! Mann! Du machst das jetzt so wie du? Alter, ey, ich sterbe jetzt original auf dem Weg. Ja, noch einer aufgewacht! Sterbe ich da auf dem Weg dahin, oder was? Nee, also irgendwann habe ich auch die Schnauze voll von euch. Ich bin. Entschuldigung, können Sie mir einmal. Ist das denn zu viel verlangt? Unglaublich, oder? Hast du was schon erlebt? Ah. Häng ich fest? Wo ist Nummer 3? Ich wecke dich auf, indem ich über dich rüberlaufe. Da ist der dritte, okay. Kämpfen die? Ja. Okay, jetzt mache ich den platt.
Okay, das war dumm. Ich habe gedacht, der ist schon platt. Okay, das hat... Ja! Mega dumm von mir. Zwei Falcons, das wird sowieso nichts. Wenn ich es in die nächste Phase schaffe. Oh. Okay, also das war es jetzt sowieso. Mit einem Flakon brauche ich da gar nicht reingehen. Aber der hat mir im Sprung eine gegeben, hast du gesehen? Ja. Yeah. Ja, jetzt einen zweiten, du versuchst einen aufzuwecken. Genau. Das hau ich mal ab. Kommt da gleich der dritte. Da ist er. Hast du gesehen? Mhm. Das heißt, der eine wird sich an den orientieren und dann hole ich mir den letzten. So, ich nehme den hier. Und das war's dann ja auch schon. So, weißt Stark. Du? Das ist nicht, also jetzt habe ich mega dumm viel verloren, aber das Grundprinzip ist ja eigentlich recht klar. Solange einer ist, kämpfst du, wenn zwei sind, läufst du weg, wächst den dritten auf. Das habe ich jetzt leider nicht gut gemacht. Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen. Was war er denn da? Ja, ich bin noch nicht fertig gewesen. Ja, ich bin noch bei euch ready gewesen, ey. Müssen wir auch mal kurz mal eben Fairplay machen. Ja, der ist dann noch hart. Ja, das kannst du vergessen. Ah! Ich hoffe nur, dass ich an deine Seelen komme. Aber gut, 5800, das ist... Hatte ich die überhaupt eingesammelt? Wäre ich bereit auch mal. Ja. Mal abzugeben. Aber die erste hast du jetzt, glaube ich, analysiert, oder? Das ist jetzt ja, nicht so schlimm. Ja, ich glaube, der erste geht. Aber vielleicht gibt es ja noch ein Feuer auf dem Weg, oder? Ja, oder ist es üblich, dass man vor Bossen dann auch nochmal so eine Mobstrecke hat? Mhm, ja. Das ist leider tatsächlich. Das ist ja Quatsch. Häufiger so bei Souls spielen. Ey, ja. Dark Souls 2 war das Allerschlimmste. Sehr froh, dass du das nie gespielt hast. Das war richtig hart. Und durchgeschlüpft. Da noch ein Bonfire, das wär's doch. Ach, das ist nur die Vorbereitung. Ja. Ich fühle mich nie sicher irgendwie, weil der so schnell dann doch reagiert dann noch. Ja. Aber du hast auch ein Schild. Aber ich glaube, das wird nichts mehr mit mir und Schild. So jetzt. Oh nein! Oh, das ist grauen. Das ist so schrecklich. Das ist die größte Qual für mich, wenn diese zwei da gleichzeitig einfach abhauen. Da sind sie. Jetzt kannst du gegen den einen hinter dir. Nee. Nee, tut mir leid, aber ich glaube, das wird nichts mit mir. Das ist einfach. Okay. Weißt du, manchmal hast du auch einfach Leute, die magst du nicht. Und du kannst gar nicht erklären, warum. Ja. Das ist bei mir mit Etienne einfach so. Ich kann das gar nicht erklären. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ja. Wurde schon oft gefragt, was ist da los? Einfach ein Gefühl. Aber ich kann es nicht in Worte fassen. Nee, das sind immer so diese Kombos, wo du nicht weißt, kommen jetzt 5 Angriffe hintereinander oder 3 oder 2 und dann ist es immer so ein bisschen raten. Ja, der ist sehr chaotisch, der Typ, das stimmt.
Ich glaube, du hast einen guten Griff auf die erste Phase. Das ist so ergonomisch, genau auf deine Hand angepasst. So, du hast da einen guten, das ist genau die richtige Handgröße für den, glaube ich. Handgröße, ja. Man darf nicht, man darf nicht, wollte ich sagen. Nein! Ich habe gedacht, ich schaffe das locker. Was wollte ich sagen? Man darf nicht panisch werden oder man darf nicht. Nee. Irgendwie. Oh Gott. Schon easy. Das Getrappel, Mann. Ja, das war völlig Wahnsinn. So, jetzt holen wir. Digga, hier. Okay, das war deutlich zu früh. Ja, aber auch einzig an einen rankerkert, ey. Er schmeißt sich richtig, er ist richtig Bock. So, jetzt kommt der zweite gleich. Also, jetzt glaube ich. Die Seelen sind ganz dahin, ne? Na, ja, gut. Ja, und du löst dann das Anvisieren auf, ja, und sprintest einfach durch, genau, die Gegend. Da kommt der dritte eben, ich habe ihn schon aufstehen sehen. Und dann hole ich mir den, der übrig bleibt. Den hier. Naja, du hast recht, Schild ist da, glaube ich, die bessere Variante. Schild und dann ist es rumdrehen. Habe ich einen. Und der jetzt überlebt, das ist jetzt wieder meiner. War ich zu gierig? Habe ich einmal zu viel geschlagen? Was dazu geführt hat, dass ich keine Stamina hatte. Und jetzt hau ich wieder ab. Da ist nochmal. Warte. Ja, zwei. Ja, warte, einer von euch nimmt den anderen jetzt, Leute. Ich nehme nicht drei. So. Okay, sehr gut. Ah, guck mal, das machen sie so komplett ohne mich. Ah, jetzt ist der eine gleich tot. Aber so, guck mal, auf die Art und Weise nehmen die sich gar nichts ab. Das ist okay, das ist scheiße. Okay, man muss. Na, da haben die sich schon für gesorgt, dass wenn zwei sind, muss man. Also wenn drei sind, muss man gegen einen kämpfen. Das haben die schon. Genau. Das ist der dritte, okay. Haut er jetzt ab? Ja, okay. Das heißt, du bist meiner. Doch, aber der kriegt Schaden, wenn der andere ihn schlägt. Vielleicht nur, wenn es zwei sind, nicht wenn es drei sind. Ich weiß es auch nicht genau. Oh, du bist ein Meister des Schildes. Das ist deine Welt. Oh. Ja, das. Stark. Oh, jetzt musst du natürlich gucken, ob du schnell noch trinken kannst. Ja, das. Weil der lässt einem gar keine Zeit. Nee. Muss ich probieren. Ja, doch, der lässt einem schon ein bisschen Zeit. Alter, was ist das denn?
Ja, keine Health mehr gehabt. Aber schon mal gut. Schon mal gut. Okay. Schon mal viel gesehen. Und mit dem Feuerring muss man dann innen sein oder muss man außen? Aber wahrscheinlich muss man innen sein, aber dann nicht so weit von ihm weg. Ne? Das ist natürlich gemein. Ja, es ist, ich bin immer Fan davon, dicht an den dran zu bleiben. Ich glaube, sobald du abhaust, wird das schwer. Dann haben die so Mittel- oder Langdistanzangriff oder, und dann musst du es wieder an die rankommen und dann. Ich glaube, es ist manchmal auch, wenn man sich heilen will, leichter, wenn man quasi das Movement triggert von denen und dann es irgendwie ausklingen lässt und derzeit muss man sich heilen. Man, entweder man heilt sich oder man schlägt zu, also, ne? Aber immer wenn du siehst ja, wenn ich weglaufe, macht er einen Schwung und dann trifft er dich in den Rücken und dann tschüss. Klassische Panikrolle. Ja. Boah, ich hasse diese Situation, wenn man so verfolgt wird. Man diese hört und man weiß, das genau meine ich! Ah. Das ist doch einfach Quatsch, dass man dann durch so viele Gegner durch muss, oder? Ja. Und hier ganz wichtig, achte auf deine Ausdauer. Gerade weil du blocken und rollen musst, lieber einen Schlag weniger ansetzen. Ich komme auch mit dem einen schon echt nicht gut klar, muss ich sagen. Sorry. Hier ist normal, komm nochmal. Ah, das hat sind alle Seelen weg, ne? Ja, jetzt ist es aber auch egal. Ah, fuck, sorry. Nee, ist alles gut. Du machst nochmal und dann. Ey, denk dran, sobald der zweite da ist, hau einfach ab. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich war nur auf dem einen, aber der erste hat mich ja schon so. Ich check nicht ganz genau, manchmal greift der ganz oft hintereinander an und dann nur wenig. Ja. Und dadurch, dass du dieses Zeitlimit hast, der zweite taucht gleich auf, habe ich auch nicht das Gefühl, ich kann ihn erstmal angucken und analysieren, sondern muss direkt irgendwie kämpfen, weil sonst der zweite sofort da ist. Aber jetzt scheiße. Ja, du hast nicht lange Zeit, aber man kann den manchmal, wenn er gegen dein Schild schlägt, ist er kurz gestunt manchmal. Und gerade in der ersten Phase kann man auch versuchen, hinter den zu kommen. Und ihn zu backstabben. Das geht in der zweiten Phase nicht mehr so leicht. Und da in der ersten Phase musst du echt geduldig sein. Ja, das versuche ich auch oft, den aufzuwecken bei zwei. Noch einer jetzt. Der Speer aus dem Nichts. Ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. Jetzt kommt übrigens schon gleich in der zweite, glaube ich. Ja, da kannst du direkt dann nach der ersten Angriffswelle abhauen jetzt. Mal heilen. Aber das meine ich, das sind da diese Langdistanzangriffe. Was ist der Triple denn? Ah, scheiße, ey. Ich mach noch einen. Ja, mach noch einen. Ja, erste Welle, zack, der erste Austausch und dann. Dann schon weg direkt. Dann ganz schon weg. Ja. Und dann einfach warten, bis der dritte kommt. Aber muss man da echt über den richtigen drüber laufen? Nee, oder ist das egal? Das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, den musst du nicht wecken, der kommt von alleine. Das ist einfach Teil des Konzepts. Das ist ja offensichtlich so, dass die immer. Deswegen liegen da ja 100 Leichen von dem Typ. Die kämpfen wahrscheinlich einfach. Das ist so eine Strafe, irgendwie sowas, so eine prometheusche Strafe, dass die da jeden. Ihr Leben lang gegeneinander kämpfen müssen wahrscheinlich und immer wieder aufstehen. Aber so ist es oft im Leben. So. Ja. Dein größter Feind bist du selbst und du bist in der Unterzahl. Ja. Aber ist es besser, aufzuhören zu sprinten, bevor die Ausdauer zu Ende ist? Ja, kurz bevor sie. Ich glaube, dann regeneriert die sich schneller. Okay, das dachte, davon bin ich nämlich auch ausgegangen.
stark. Okay. Den kannst du. Da renne ich schon direkt rein, immer direkt am Anfang rein. Das kannst du schon wieder direkt abhauen. Und gleich der zweite. Ich glaube, da muss ich eher seitlich rollen als gerade rollen. Also. Ich glaube, ich habe ihn schon eben links gesehen. Ja, und jetzt musst du aber auch ran. Jetzt musst du auch gegen den kämpfen. Gegen den jetzt? Ja. Die Zeit musst du nutzen, wo die miteinander beschäftigt sind. Und ihm ein paar geben. Ach, diese Staubwolke. Ist auch schwierig. Ich habe leider auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwann heilen kann, weil der halt auch immer so direkt wieder dran ist. Ist hinter dir? Ja. Ah, der trifft mich immer, auch wenn ich wegrolle. Habe ich keine Möglichkeit. Jetzt wäre eine Möglichkeit, genau. Da kommt der zweite. Da ist der dritte. Oh, wo rennt der denn hin? Hast du gesehen? Der macht die hinter der Nebenwand. Der kämpft gegen die Orks. Der ist abgelenkt. Die Orks. Das ist ja jetzt, das ist natürlich jetzt Pech. Das ist natürlich jetzt Pech. Ja, Pech für den Trash, ja. Oh Mann. Versuchst du noch einmal. Du kommst zumindest in den zweiten. Das ist echt einfach Pech. Dass der da an der Nebelwand hängt. Und die anderen platt macht. Ach, schwierig. Das Nervige an sowas ist, wenn man einen. Du brauchst irgendwie 5 Versuche, bis du in die zweite Phase kommst. Und dann musst du ja die zweite auch nochmal kennenlernen. Da multipliziert sich's alles. Wenn du wir müssen die zweite Phase 20 Mal machen. Mhm. Für jede von der müssen wir die erste Phase 5 Mal machen. Ja. So haben wir 100 Versuche. Ja, halt echt. Aber du hast recht, das hast du ganz am Anfang gesagt, so man verliert die Geduld bei den früheren Phasen. Mhm. Man verliert total die Geduld in der ersten Phase, wenn man in die zweite will. Und dann verliert man immer in der ersten Phase und dann wird es immer frustiger. Das ist schwierig. Ist ein schweres Spiel. Ja. Das hast du mir gar nicht gesagt. Du meintest so, das ist eher so ein lockerer, entspannter Plattformer irgendwie. Ja. Mal so locker ein paar Sternchen sammeln. So hatte ich es auch in Erinnerung, aber ich glaube, ich habe das in der Erinnerung falsch gespeichert. Du hast das ja gespielt, da warst du ja wirklich auf dem Höhepunkt, glaube ich, deiner spielerischen Fähigkeiten, oder? Ja. Also merkst du, dass du abbaust, oder? Ja, ja. Wann warst du am besten? Vom halben Jahr. Da habe ich gemerkt, dass es ab da... Wirklich erst in einem halben Jahr? Vor einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr, dann baust du ab. Seit einem halben Jahr baue ich ab, genau. Ich kenne deine Spielekarriere gar nicht so gut. Was ist denn das Spiel, das du am besten kannst eigentlich so? Oh, wahrscheinlich FIFA oder sowas. Ach sowas, ja, ne. Ja, du spielst halt immer so Spiele, mit denen ich nichts zu tun habe. Und wenn man sich weigert, die Nullseelen aufzuheben, einfach. Ja, da habe ich jetzt gerade andere Sorgen. Für Nullseelen bücke ich mich doch nicht. Können wir umdrehen? Wo ist denn Ihr Freund? Freund! Ah. Da ist er. Okay, wer will gegen mich? Du. Lebt noch. Alter, das ist aber schon auch beeindruckend, ne? Wie sie sich gegenseitig platt machen. Ah, der kam aus dem Nebel des Krieges. Oh, dumm. Boah, die lassen mich auch nicht in Frieden. Run, 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 run. Aber das sind viele Fläschchen, es läuft. Alles gut. Au.
Okay. Nein, dumm. Das war wieder nach hinten gerollt. Ja, das war dumm. Dass ich die Lektion auch immer wieder lernen muss. Sehr gut. Feuerboy. Wow. Sehr gut. Übertrieben, oder? Oh, sehr gut gerade. Oh, das war knapp. Nee. Ah, shit. Da hab ich's am Ende weggeworfen. Der ist hart. Der ist hart. Aber es ist, wir haben endlich mal wieder eine richtige Herausforderung. Ja. Ich glaube, wir hatten jetzt die letzten Jahre. Hat man so vor sich hingelebt. Ja, so dahin gelebt. Man wird so großkotzig. Ja. Ja, es. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir endlich mal was gefunden haben, wo wir jetzt wirklich ran können, uns wirklich die Zähne ausbeißen können. Aber ich glaube, wir können es schaffen, gemeinsam. Wir werden das auch schaffen, aber nicht heute, sondern das nächste Mal. Wir sammeln uns, wir entgiften uns. Ja. Und wenn wir wiederkommen, und das ist das Geile, dann ist auch dieses Gefühl der Ungeduld weg. Dieses so, oh, ja, halt's genau. Maul. Ja. Man hat wieder viel Zeit, man hat Kapazitäten, man kann rangehen, man hat mentale Energie. Und dann kriegen wir den hin, oder? Dann machen wir die platt. Ich glaube, nächstes Mal First Try ist oft so. Ja, Wächter des Abgrunds. Ja, First Try nächstes Mal. Schalte wieder ein, wenn es wieder heißt. Kid. Kid.